Ja, hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit den Best-of-Videos. Dieses Mal werde ich die milden bis mittelscharfen Chilis vorstellen, also meine Favoriten aus dieser Kategorie. Das ist so eine Schärfe von 1 bis 5 bis 6, also etwas, was die meisten von euch auch vertragen werden. Und da baue ich auch die meisten Sorten an. Da fällt es mir immer besonders schwer, meine Favoriten auszuwählen, aber man muss natürlich was aussuchen. 5 Stück habe ich mir rausgepickt, die mir besonders gut geschmeckt haben. Die werde ich jetzt im Anschluss vorstellen. Vorher gibt es wie immer noch den Rückblick auf 2021, meine Lieblingssorten aus dem letztjährigen Anbau. Und nach dem Video gibt es wie immer ein Gewinnspiel mit einer Gewinnfrage. Also bleibt dran, es zahlt sich aus. Los geht's mit dem Rückblick mit der Sorte Fushimi, eine ganz eine milde Chili-Sorte aus Japan. Unglaublich ertragreich, wie ihr seht. Die ganze Pflanze hängt voll. Die Früchte haben praktisch keine Schärfe, sind ideal zum Rausbraten in der Pfanne, wie die Pimentos, oder zum Trocknen. Und da bleibt auch dieses fruchtige Aroma halten. Eine absolute Top-Sorte, kann ich eben nur empfehlen. Dann war die Sorte Vezena Piperca in der besten Liste 2021 aus Mazedonien. Eine Sorte, wo die Früchte intensiv mit Korkstreifen überzogen sind. Die Früchte haben dann so ein würziges Aroma. Man verwendet sie vor allem zum Trocknen. Und dann hat man ein ganz tolles, würziges Chili-Pulver. Man kann sie auch frisch in Soßen verwenden. Eine universelle Sorte ist es. Die Sorte New Max Lemon Spicy Giant. Dies war eine der Überraschungen im Anbau 2021. Eine Jalapeno-Kreuzung, die aber ganz anders wie Jalapeno schmeckt. Ganz ein fruchtiges Aroma haben die Früchte. War auch bei der Verkostung im Rigotteland dabei und hat dort jeden geschmeckt. Eine Standardsorte jetzt bei uns im Garten, wird jedes Jahr angebaut. Dann hätten wir die Sorte Anaheim. Zu der muss ich ja wohl nicht mehr sehr viel sagen. Hat sich ja, glaube ich, schon herumgesprochen, dass das eine meiner absoluten Lieblingssorten ist bei den milden Chilis. Ein würziges Aroma, ideal zum Weiterverarbeiten. Schöne große Früchte, eine geringe Schärfe. Eine absolute Top-Sorte. Und natürlich die Shishito, die war auch in der besten Liste dabei. Die Top-Sorte zum Grillen in der Pfanne. Schmeckt uns besser als die Pimentos de Patron. Und wie ihr seht, tragt sie auch sehr gut. Etwas kleinere Früchte als die Pimentos, aber dafür kann man umso mehr dann in die Pfanne werfen bei diesem Ertrag. Ganz was Tolles. Shishito aus Japan. Aber nun kommen wir zur besten Liste 2022. Und wir starten gleich mit der Sorte Anaheim Orange. Gerade eben war noch die Anaheim zu sehen in der besten Liste 2021. Und dann habe ich heuer zusätzlich die Anaheim Orange angebaut. Die Sorte, die war irrsinnig schwer zum Bekommen. Ich habe sie dann in Amerika in einem Shop gefunden, gleich bestellt. Muss man zwar ein bisschen aufpassen bei der Lieferung, aber ist alles gut gegangen. Im Gegensatz zur roten Anaheim sind die Früchte etwas kompakter, etwas kleiner, so etwa 10-12 cm lang und so 3-5 cm breit. Also nicht so lang wie die rote Variante. Und auch das Geschmacksprofil ist ein anderes. Die Früchte, die schmecken würzig und haben ganz deutliche Zitrusnoten. Das ist bei der roten Anaheim auf keinen Fall vorhanden. Gezüchtet hat die Sorte der Jes Christensen aus Dänemark. Was er genau damit gekreuzt hat, ist mir leider nicht bekannt. Aber nachdem er sie Anaheim Orange benannt hat, wird ja wohl irgendeine andere Sorte mit der Anaheim gekreuzt haben. Veröffentlicht wurde die Sorte dann im Jahr 2015. Uns hat die Sorte sehr gut geschmeckt. Wir haben sie dann in einen Salat reingeschnitten oder einfach frisch gegessen.
Es ist doch ein anderes Geschmacksprofil, aber die Früchte ausschauen wie Paprika. Es schmeckt einfach anders. Und diese Zitrusnoten, die waren für uns was Besonderes. Muss man selbst einmal ausprobieren. Und deswegen empfehle ich sie euch. Baut es selber mal an. Die nächste Sorte in der Bestenliste kommt aus Frankreich. Piment du Bresse. Eine sehr alte Sorte aus der Region Bresse. Angeblich soll sie dort schon seit Hunderten von Jahren kultiviert werden. Das heute für ein bisschen übertrieben, nachdem ja die Chilis erst mit dem Kolumbus nach Europa gekommen sind, wird es dann wohl eine Zeit gedauert haben, bis sie sich auch weit verbreitet haben und bis sie dann die ersten Sorten gezüchtet worden sind. Aber 100, 200 Jahre, der traue ich der Sorten auf jeden Fall zu. Und das ist auch absolut verdient, dass die Sorte schon so lange gibt. Eine ganz würzige Sorte ist es, mit einer milden Schärfe von 3 bis 4. Traditionell wird die Sorte zu einem Pulver verarbeitet und in einem Käse eingearbeitet, dem Fromage vor. Wir haben auch einiges zu einem Pulver verarbeitet und ich muss sagen, das war ein ganz würziges, fruchtiges Aroma, was da rausgekommen ist. Man kann sie natürlich auch frisch essen, aber wie gesagt, traditionell würde ich sie eher zu einem Pulver verarbeiten. Die Sorte ist auch absolut freilandtauglich, kältetolerant, klingt auch an Anfänger und hat eine ganz kurze Reifezeit. Wenn es gut geht, kann man schon nach 60, 65 Tagen die ersten reifen Früchte ernten. Also auch für kühlere Regionen eine sehr gut geeignete Sorte. Piment du Bresse aus Frankreich. Und weiter geht's mit einer Sorte aus Mexiko. Mulata Isleno, eine sogenannte Ancho Chili. Ich habe da einige Ancho Chilis da im Anbau gehabt. Die Mulata Isleno, dann waren auch die Poblano dabei, die Ancho San Luis. Alles sehr gute Sorten, vor allem wenn man die Früchte trocknen will und dann eine Mole daraus machen will. Was man aus dieser Mulata Isleno noch sehr gut machen kann: man kann sie füllen, man kann sie grillen, einlegen oder zu Soßen verarbeiten. Da ist nicht nur Trocknen das Einzige, was man mit der machen kann. Der Geschmack ist ganz was Eigenes. Leicht erdig, leicht rosig. Manche würden sogar einen leichten Schokoladengeschmack hineininterpretieren. Kann vielleicht aber auch daran liegen, dass die Früchte so schön schokoladenbraun sind. Möglicherweise. Da sieht man auch ein Merkmal dieser Sorte, diese Einteilung oben. Wenn es dann einmal regnet, dann sammelt sie richtig das Wasser darin. Auch was Besonderes, daran kann man es auch ganz gut erkennen. Die Schärfe, die ist gering, 2 bis 3.000 bis maximal 2.000 Scoville hat die Sorte. Die Früchte, die haben eine schöne Größe, so können bis zu 12, 13 cm lang werden, so 15 Meter breit. Das sind schon große, schöne Schoten. Da hat man gleich ordentlich Material, wenn man damit was machen will. Somit kann man es auch wirklich sehr gut füllen bei dieser Größe. Unser Favorit bei den Ancho Chilis, Mulata Isleno aus Mexiko. Jetzt kommen wir zu einem Novum. Ich habe ja die Sorte Habanero El Remo angebaut, mehrere Körner ausgestreut und aus einem dieser Körnchen ist eine Pflanze geworden, die so gar nicht so ausschaut wie Habanero El Remo. Ihr seht es an den Früchten. Das sind ja tropfenförmige Früchte, während die Habanero El Remo so stark gerippte Früchte haben soll. Was ist also passiert? Am wahrscheinlichsten ist, dass sie da irgendwas im Saatgut verkreuzt hat oder es hat jemand was Falsches abgefüllt, es ist irgendein Körnchen
in die Samentüte hineingelangt, die einer anderen Sorte zugehört. Wie auch immer, diese Sorte, die sich da jetzt bei mir im Gewächshaus entwickelt hat, die hat uns so gut geschmeckt, die war sowas von fruchtig und wie ihr seht, es hat sich eine wahre Monsterpflanze da im Gewächshaus entwickelt. Die geht bis zur Decke und ist über und über voll mit diesen leckeren Früchten. Unglaublich, sowas habe ich noch bei keiner anderen Chinese Chili gesehen. Und sowas muss man natürlich schauen, dass man das weiter vermehrt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das eine stabile Sorte ist. Wenn nicht, wird es gleich im nächsten Jahr zeigen. Wird man sehen, was aus den genommenen Samen sich daraus entwickelt. Und ich hoffe jetzt schon, dass irgendwas Ähnliches wieder rauskommt. Ihr könnt diese Sorte auch ausprobieren. Ein paar Päckchen habe ich noch im Shop auf Lager. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wie sie sich bei euch entwickelt. Könnt ihr mir dann gerne schreiben, was rausgekommen ist. Auf jeden Fall spannend. Habanero El Remo in einer verkreuzten Variante. Und zum Schluss kommt was ganz was Besonderes. Blended Lemon. Ihr wisst ja, ich liebe ja die Lemon Drop. Die Sorte mit dem wohl intensivsten Zitrusaroma, das ich bei einer Chili kenne. Ich kenne keine andere, die ähnlich intensiv ist. Allerdings ist sie auch sehr scharf. Schärfe 7. Das ist für die meisten wahrscheinlich schon zu scharf. Für mich ist grenzwertig. Und das dürften sich auch andere gedacht haben. Zumindest ein gewisser Herr Wirleinen aus Finnland. Der hat die Lemon Drop hergenommen und hat versucht, eine mildere Variante daraus zu züchten. Und es ist ihm tatsächlich gelungen. Herausgekommen ist Blended Lemon mit einer erträglichen Schärfe von 4, das wären um die 2500 Scoville. Nur dazu sind die Schoten jetzt größer geworden bei dieser Neuzüchtung und der Ertrag ist auch größer geworden. Ich glaube, man sieht es auf den Bildern, was da alles an dieser, auf dieser einen Pflanze draufhängt. Sie ist auch sehr wüchsig im Gewächshaus, ist da weit über 1,20 Meter hoch waren und über voll mit Früchten. Ganz eine tolle Sorte ist ihm da gelungen. Wie gesagt, das tolle Aroma von der Lemon Drop, aber mit sehr viel weniger Schärfe, ist somit ideal geeignet für Leute, die nicht so gern scharf essen. Kann man sehr gut auch einlegen, diese Chilis. Man kann eine fruchtige Salsa daraus machen. Man kann sie frisch in Salat schneiden. Gibt immer dem Salat ein bisschen Pep, wenn man da ein paar so Ringel reinschneidet. Die Sorte muss man nicht unbedingt im Gewächshaus anbauen. Ich habe auch eine zweite Pflanze im Freiland angebaut. Die zeige ich jetzt gleich im Anschluss. Ist natürlich vom Wuchs her ein bisschen kleiner geblieben. Da sieht man die Pflanze im 17-Liter-Topf. Ist sehr ausladend gewachsen. Ist zwar dann nicht so in die Höhe geschossen, aber wirklich sehr in die Breite gegangen und hat auch ordentlich getragen. Wie gesagt, natürlich muss man ein bisschen Abstriche machen. Auch die Spinne hat gefallen an dieser einen Pflanze gefunden. Die Schoten, die sind ja wirklich fast sagen, ich würde sagen, ein Drittel größer als die von der normalen Lemon Drop. Eine tolle, mildere Variante. Blended Lemon, eine Züchtung aus Finnland. So da, es gibt wie immer eine Gewinnfrage. Ihr müsst mir Folgendes beantworten. Wie viele milde und mittelscharfe Chilisorten habe ich euch insgesamt im letzten Jahr vorgestellt? Zählt einfach wieder alle Sorten zusammen, schreibt mir die Antwort in die Kommentare und unter allen richtigen Antworten und Kanalabonnenten werde ich ein Set mit den Sorten verlosen. Also viel Glück und bis zum nächsten Mal, euer Tomatenflüsterer.